Ja, alles neu macht der Mai. Was heißt das jetzt? Ich habe euch ja die Nase schon ein wenig lang gemacht und so ein bisschen versucht zu teasern, worum es geht. Aber heute ist es soweit, ich werde das Geheimnis lüften. Also bleibt dabei und seid gespannt. Ja, das ist die wunderbare und ich bin der Tobias. Ja, was heißt das jetzt nun? Soll ich es noch spannender machen? Nein, ich werde es euch sagen. Ich habe seit langer, langer Zeit einen Traum, den ich mir jetzt eigentlich verwirklichen möchte. Ich nehme jetzt YouTube so als kleinen Anreiz, als Motivation, um das wirklich mal durchzuziehen. Eigentlich mehr für mich als für euch, aber vielleicht interessiert es euch. Ja, was habe ich immer früher gesagt? Wenn ich mal ein Haus habe, dann nehme ich mir einen Kellerraum und mache eine Glasscheibe rein, lass ihn voll laufen. Nein, das machen wir jetzt nicht, ne, Amanda, das macht keinen Sinn. Aber ich werde mir einen Aquarienkeller einrichten. Einen kleinen, feinen Aquarienkeller, der noch viel Arbeit bedeutet. Und wieso mache ich das jetzt eigentlich? Weil ich es einfach möchte. Manchmal gibt es so Dinge, die muss man dann irgendwann mal durchziehen, sonst sitzt man da und hat es nie gemacht. Also, ich will euch jetzt nicht weiter auf die Folter spannen. Ihr müsst jetzt echt tapfer sein, weil das ist echt noch grauselig da unten. Es wird wahrscheinlich auch sehr hallen, weil da steht jetzt im Moment gar nichts weiter drin. Aber da müsst ihr durch. Das wird sich ja hoffentlich in den nächsten Monaten verbessern. Also, wir wünschen euch viel Spaß bei diesem Video. Ja, wie gesagt, jetzt müsst ihr tapfer sein. Augen zu und durch, würde ich sagen. Das soll also besser jetzt. Das soll also das neue Aquaristik-Räumchen werden. Dann mit weniger Schall. Also erstmal so einen kleinen Eindruck für euch, was hier noch alles zu tun ist. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal so die Eckdaten, damit ihr wisst, wie klein das hier eigentlich ist. Also wir reden jetzt, Moment, wo ist mein Finger? Von hier bis hier, von ungefähr 3,50 Meter. Und wo ist er? Da. Von da bis da drüben von 2,60 Meter. Also nicht groß, aber könnte trotzdem reichen. Ja, was wird hier noch alles gemacht? Fangen wir mal hier im Eck an. Hier seht ihr, ist noch ein kleines Guckfensterchen zum Nebenraum. Der Nebenraum, der birgt das Interessante, weil da habe ich Wasserzugang. Heißt, ich habe vor, in diesem Eck hier Durchführungen zu machen. Da habe ich mir Kunststoffrohre gekauft, die habe ich ausprobiert, einen Dreiviertel Zoll Schlauch durchschieben lassen. Und da möchte ich gern zwei davon hier einsetzen als Durchbruch, einmal als Zulauf und einmal als Ablauf. Wenn ich eh schon das Loch hier habe, dann würde ich das auch so nutzen. Ja, der nächste Punkt, der ansteht, ist das Fenster. Das möchte ich in irgendeiner Form verkleiden. Ohne den dicken Mann da drin. Also hier möchte ich einfach eine Wand davor setzen und das ein bisschen isolieren, weil brauchen tue ich es eh nicht. Aber ich möchte es auch nicht zumauern. Heißt, ich werde hier wohl wahrscheinlich so einen Rahmen setzen und mit Holz das verkleiden, von innen ein bisschen isolieren. Und die Holzplatte als solches hatte ich jetzt eben die Idee, entweder mit Schrauben festzusetzen oder ich habe irgendwo noch so ein paar kleine Magnete. Muss ich mal gucken, ob die halten. Dann könnte ich das abnehmbar machen, für den Notfall, dass ich mal daran müsste.
Da ist wieder der dicke Mann. Und in diesem Bereich, hier irgendwie, wahrscheinlich ein bisschen weiter hier rüber sogar, wird eine Heizung eingebaut. Der Zugang wird wahrscheinlich jetzt hier über die Wand und einmal über die Decke. Und wenn man sich dann dreht, haben wir die eigentlichen Zugänge zu anderen Heizkörpern Etage drüber. Also das dürfte jetzt nicht das Problem sein. Ist auch schon beauftragt, aber wie man immer wieder hört, die Handwerker haben ein zeitliches Problem. Beziehungsweise teilweise auch ein Materialproblem. Also Heizung ist bestellt und wenn dem dann soweit ist, reden wir weiter drüber. Was wir noch geordert haben, wenn wir es jetzt einmal machen, machen wir das mit. Das ist hier eine ehemalige Hauseingangstür, die die Vorbesitzer wohl schon eingebaut haben. Sie ist fest, geht aber einmal zur falschen Seite auf. Also, ihr seht ja, da ist der Griff, hier ist der Anschlag. Sie geht so in den Raum auf, die neue Tür wird auf diese Seite aufgehen, wie das so normalerweise üblich ist. Mit einem vernünftigen Isolierwert und auch ein bisschen höheren Sicherheitsstandard. Ja, diese Nische hier von hier bis hier rüber hat ungefähr 1,80 Meter. Also da werden wahrscheinlich die Aquarien, die ich jetzt im Wohnzimmer habe, demnächst hier einziehen. Ja. Was noch zu tun ist, es sind überall, ich weiß gar nicht, ob man das so gut sehen kann, hier immer so Haken in die Wand gedengelt. Überall. Die müssen weg. Hier sind auch noch ein paar Haken. Und hier oben auch noch. Die werde ich auch noch abflexen. Und dann habe ich eine vernünftige Grundlage. Ja, in diese Tür, das ist ja, ihr seht, das ist nur so eine, ja, möchte gerne Holzstalltür. Da habe ich jetzt bestellt. Es gibt so eine, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, so eine Mischung zwischen Tür und Decke. Das ist so eine doppellagiges Material, isolierend. Das wird dann bündig hier an den Türrahmen angebracht. Das ist jetzt einfach die günstigste Variante. In der Mitte schließt das dann mit Magneten, sodass es recht dicht ist. Und da erhoffe ich mir dann vernünftige Isolation hier drin. So dass ich da jetzt an die Tür eigentlich nicht ran muss. Das ist jetzt die günstigste Variante. Weil dahinter ist der Waschraum, die Tür geht nicht richtig auf. Man müsste überlegen, ob man da eine Schiebetür einzieht oder eine neue Tür. Dann hier in den Raum möchte ich sie nicht aufgehen lassen. In einem anderen Raum macht es auch nicht so richtig Sinn. Also wird es wahrscheinlich dabei bleiben und ich werde das nur dementsprechend isolieren von hier hin. Ja, was noch zu tun ist, natürlich Elektrik. Muss dann noch ein paar Steckdosen müssen her. Das will ich direkt machen. Das macht dann keinen Spaß, wenn ich mich nachher ärgere, dass ich nicht genug Strom habe. Ja, hier der Schornstein, der hier drin steht, der ist auch im Gebrauch. Also sprich, den kann ich nicht abreißen. Den muss ich auch hier unten freilassen, bis der Schornsteinfeger da rankommt. Aber das soll nicht das Problem sein. Ja, man sieht hier an der Decke, muss ich noch so ein oder andere Löcher, eine günstige Lösung suchen. Das werde ich aber erst machen, wenn der Heizungsbau, der Installateur hier durch ist. Ja, hier kann man auch bis in den Nebenraum gucken. Ja. Und dann werde ich mich auch noch mal hier an die Rohre geben, ob ich die noch isoliere. Mal gucken. Hat bis jetzt auch funktioniert. Und warum soll ich nicht die Wärme auch von da nutzen? Es ändert ja nichts dran am System. Die Decke als solches werde ich wahrscheinlich nicht verkleinern, weil einfach zu viel Höhe dann verloren ginge, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen drunter eine Decke ziehen würde. Das macht dann wenig Sinn. Das Gute ist, den Boden brauche ich nicht machen. Den habe ich vor Jahren schon mal gefliest. Also das funktioniert. Wer sich hier wundert, warum das so wüst aussieht, das war mal meine Werkstatt. Und jetzt wird's Aquaristikraum.
Werkstatt habe ich aus dem Haus verbannt, weil einfach zu viel Dreck immer durch das ganze Haus gezogen wird. Ja. Hier sind auch noch jede Menge Löcher, die wir noch zuspachteln müssen, bevor wir dann weiterarbeiten. Aber Schrittchen für Schrittchen. Ihr seht, wir entwickeln uns jetzt zu einem Bauflunk hier. Also ihr werdet mich hier öfters mal jetzt hier unten sehen. Ich hoffe, dass es in näherer Zukunft hier auch soweit dann vonstatten gehen kann, dass ich dann weiterarbeiten kann. Ja, wahrscheinlich werde ich das alles einmal streichen, beziehungsweise ich habe den Luxus, ich habe so eine Sprühpistole, wo man Zimmerfarbe mit wunderbar mit versprühen kann. Gerade hier bei diesen Backsteinen ist das sonst mit dem Streichen eine elendige Arbeit. Das habe ich schon mal gemacht und dann habe ich mir diese Sprühpistole für andere Räume gekauft. Und von daher dürfte das relativ schnell gehen, wenn ich dann soweit bin. Aber zusammenfassend, als erstes wird hier das Loch zugemacht, beziehungsweise die Durchführung gemacht. Die Metallteile müssen wir abflexen. Und dann habe ich schon mal die Möglichkeit, hier zu streichen, beziehungsweise zu spritzen, zu sprühen. Und ja, dann sollte eigentlich schon einmal eine kleine Überraschung hier einziehen, mit der ich euch jetzt hier wieder ein bisschen die Nase lang mache. Steht nämlich in der Garage. Aber die Garage ist nicht vorzeigbar. Das ist nichts. Weil alles, was hier drin war, ist jetzt in der Garage. Also, ich würde sagen, ich glaube, wir haben es soweit. Ich würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare eure Ideen hier noch einbringen könnt. Vielleicht habt ihr noch den einen oder anderen guten Tipp, was ich wie noch ändern könnte. Weil wenn es einmal gebaut ist, ist es dann meist zu spät. Auch gerne Tipps, wie ich meine Regale hier aufziehen könnte. Ob ich jetzt hier mit Holz, mit Stein, Alusteck. Ich bin für jeden Hinweis bin ich dankbar. Und ja, dann würde ich sagen, lassen wir es für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Also wer das jetzt hier noch weiter sehen möchte, sollte jetzt unbedingt ein Abo da lassen, ein Like, einen Daumen hoch. Das hilft alles weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.